Ja, mein Name ist Thilo Kircher. Ich bin der Direktor der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Marburg und ich bin gleichzeitig erster Vorsitzender des Marburg-Biedenkopfer Bündnisses gegen Depression. Das Bündnis gegen Depression hat sich zum Ziel gesetzt, unter anderem Aufklärung zu betreiben über Symptome und Therapie von Depression und auch Suizidalität, wie auch generell anderen psychischen Störungen in der Allgemeinbevölkerung, aber auch bei Ärzten und durch Schulungen von zum Beispiel Lehrern oder Polizisten oder anderen Menschen, die mit vielen anderen Menschen in Kontakt sind und dadurch vielleicht auch Begegnungen haben mit Menschen mit Depressionen. Es freut mich, dass Sie ja heute zu uns gestoßen sind. Wir haben über 50 Teilnehmer, sehe ich da. Das ist ganz prima. Das freut mich, dass Sie da sind. Und heute geht es im Rahmen unserer Vortragsreihe des Bündnisses über Absetzen von Antidepressiva. Wir haben jeden Monat einen Online-Vortrag zu verschiedenen Themen, zu psychischer Gesundheit, zu psychischer Krankheit. Sie können die Themen jeweils auf unserer Homepage ansehen, der Homepage des Marburg-Biedenkopfer Bündnisses gegen Depression. Wenn Sie da draufgehen, das können Sie in Google oder eine andere Suchmaschine eingeben, Bündnis gegen Depression Marburg und oder Biedenkopf und dann kommt die Homepage und da können Sie schauen, welche Vorträge wann stattfinden. Genau, das ist jetzt im Chat hier, hat es gleich die Frau Brun reingesteckt. Ganz herzlichen Dank an die Organisatorin dieser Vortragsreihe. Das ist die Frau Brun, wie gesagt, die im Hintergrund sich um die Technik kümmert. Ich darf auch noch dazu sagen, dass wir diesen Vortrag jetzt aufzeichnen und dass er dann anschließend die nächsten Tage dann auf die Homepage gestellt wird, sodass Sie ihn da nochmal anschauen können. Ja, Sie haben es schon gesehen. Wir machen sowohl in Hamburg als auch in Marburg eine Untersuchung zu Absetzen von Antidepressiva. Da sind hier die Kontakte. Bei uns in Marburg ist es die Poliklinik der Uniklinik für Psychiatrie und in Hamburg ist es das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Da wird die Studie geleitet von Frau Yvonne Nestoriuk. Am einfachsten ist es, wenn Sie die Homepage hier anschauen, fairstudie.de. Ich gebe die auch mal in den Chat kurz, da können Sie das nachschauen. Wenn Sie da draufklicken, www.fairstudie.de, dann können Sie es sehen dann. Jetzt suche ich hier ein. Oh ja, hier kann man malen, das ist doch schon mal gut. Ja. Wie geht es weiter? Jetzt muss ich schauen, wie ich weiterklicken kann. Ich komme hier nicht weiter. Na. Ah, jetzt. Okay. Ach, wie geht das jetzt wieder weg? Entschuldigung. Kleine technische Schwierigkeiten hier. So. Gut, ja. Wir beginnen mit Depressionen. Depression kann insbesondere mit zwei Therapeutika behandelt werden. Die erste Säule ist die medikamentöse Behandlung mit Medikamenten gegen Depression, die heißen Antidepressiva. Und die zweite wichtige Säule ist Psychotherapie, insbesondere Verhaltenstherapie und interpersonelle Therapie, wo die Wirkung am besten belegt sind. Beide Verfahren helfen gegen Depression.
Antidepressiva eher schneller, 1, 2, 3 Wochen. Psychotherapie braucht ein bisschen länger, bis es hilft, hat dann aber eine längere Wirkung. Psychotherapie wirkt auch dann, wenn man Medikamente absetzt, während die Medikamente, wenn man die nicht mehr einnimmt, dann die Wirkung eben nicht mehr haben. Ja, ist klar. Weitere Behandlungen der Depression sind unterstützende Verfahren, sind Bewegung, das ist ganz wichtig, und vor allem Bewegung draußen. Vor allem, wenn es hell draußen ist. Dann gibt es die Wachtherapie, wo man die ganze Nacht oder die zweite Nachthälfte wach bleibt. Lichttherapie, vor allem bei saisonaler Depression, hilft aber genauso gut draußen spazieren gehen. Und die Elektrokonvulsionstherapie, unter Narkose wird die gemacht. Da spürt der Patient nichts, man sieht auch nicht. Das ist bei besonders schweren therapieresistenten Depressionen, die wir auch, die Elektrokonvulsionstherapie machen wir auch bei uns an der Klinik. Wenn Sie über Depression was wissen wollen, empfehle ich hier verschiedene Bücher. Zum einen das hier, Depression bewältigen, vom Bündnis gegen Depression Deutschland. Da gibt es auch von der Stiftung Warentest ein Buch. Oder, was ich auch empfehlen kann, insgesamt zu psychischen Störungen von Manfred Lütz, ein Kollege von mir. Irre, wir behandeln die Falschen. Hier das Buch auf der linken Seite, das aus meiner Sicht einen sehr guten Einblick gibt in die Symptomatik und die Therapiemöglichkeiten bei psychischen Störungen insgesamt. Ja, heute soll es ja insbesondere gehen um Antidepressiva. Was sind denn überhaupt die wichtigsten Medikamente, die wir so einsetzen in der Psychiatrie? Das sind zunächst mal die Tranquilizer, Benzodiazepine. Das sind Beruhigungsmittel, die sehr schnell wirken und sehr, sehr gut sind für akute Krisen. Die sind angstlösend, machen ein bisschen müde, sind aber nicht antidepressiv. Das Wichtige zu wissen bei denen ist, dass die einen Gewöhnungseffekt haben. Also nach einigen Tagen oder wenigen Wochen verliert sich die Wirkung und es besteht eine Suchtgefahr. Also die darf man nur sehr, sehr kurz einnehmen und dann sofort wieder absetzen. Am besten ambulant überhaupt nicht nehmen, sondern nur stationär. Die zweite Gruppe sind die Antipsychotika oder Neuroleptika. Einige von denen sind auch antidepressiv wirksam, wie das Quetiapin zum Beispiel. Das ist auch als Antidepressivum zugelassen. Dann als drittes die Klasse der Antidepressiva. Dort ist keine Dosissteigerung notwendig. Die helfen eben spezifisch gegen Depressionen, aber auch gegen Angststörungen und Zwangsstörungen. Da besteht keine Suchtgefahr, kommen wir nachher nochmal kurz drauf. Haben aber eine Wirklatenz von 1 bis 3, manchmal auch erst 4 Wochen, bevor die wirken. Also es hilft nicht gleich beim ersten Mal, am ersten Tag. Aber das macht keine Veränderung der Persönlichkeit, wie gesagt, keine dezidierte Suchtgefahr. Und dann gibt es als viertes, das habe ich jetzt hier nicht mehr aufgeschrieben, die Phasenprophylaktika bei bipolaren Störungen, bei manisch-depressiver Erkrankung. Da ist insbesondere das Lithium zu nennen. Das ist ein Salz, was in Bergwerken oder auf von Salzseen aus in Südamerika gewonnen hat. Lithium, sehr gutes Ion. Hier habe ich mal ein paar Antidepressiva aufgeschrieben, ein paar häufige: Citalopram, Escitalopram, Sertralin, Venlafaxin, Duloxetin, Mirtazapin und so weiter. Da gibt es noch viel mehr. Ja, das sind sowieso die wichtigsten. Das ist die Gliederung jetzt. Was sind die Punkte, die ich heute besprechen will? Erstens, nämlich was spricht für die Langzeiteinnahme von Antidepressiva? Zweitens dann, was spricht gegen die Langzeiteinnahme? Das ist ja der Punkt heute. Dann drittens, wie setzt man Antidepressiva ab? Viertens, dann die Frage nach Absetzsymptomen. Und dann will ich ganz kurz nur eingehen auf die Ursachen von Absetzsymptomen, insbesondere die Erwartungseffekte.
Wichtig zu wissen ist, dass 10 bis 15% der Patienten, die an rezidivierender depressiver Störung leiden, durch Suizid versterben. Depression ist also eine tödliche Erkrankung. Vielmehr führen Suizidversuche durch, die dann Gott sei Dank nicht gelingen. Fast alle, also 3/4 der Patienten, fast 3/4 leiden an Suizidideen. Sodass es sehr wichtig ist, zu wissen, wie solche Suizide oder auch Suizidversuche verhindert werden können. Das tun zum Beispiel Phasenprophylaktika wie Lithium, das tun aber auch Antidepressiva. Antidepressiva schützen vor Suizidalität, weil sie vor depressiven Episoden schützen. Das ist nämlich die Gefahr bei einer Depression und das ist eben die Gründe, wieso Antidepressiva eingenommen werden. Das erste ist, sie schützen eben vor Suizidversuchen und sie schützen vor einer erneuten depressiven Episode. Wenn ein Mensch eine depressive Episode hat und dann nachher wieder gesund wird, üblicherweise sind verlaufen Depressionen episodenhaft, das heißt, die Depression ist da für ein paar Wochen, manchmal für ein paar Monate, üblicherweise eben so ein paar Wochen und geht dann wieder weg. Aber die Rückfallrate ist im ersten Jahr 30 bis 40% und nach 2 Jahren schon fast 50%. Das sieht man hier an dieser naturalistischen Verlaufsbeobachtung. Hier wurden 359 Patienten, die eine depressive Episode hat, über 15 Jahre nachverfolgt. Und man hat geschaut, wie viel von denen haben mindestens eine erneute depressive Episode und wann tritt die auf. Das sieht man, nach einem Jahr waren es 28% innerhalb eines Jahres, die eine erneute Depression hatten. Im zweiten Jahr waren es 40% und im dritten Jahr waren es schon 50% und das steigt dann immer weiter im Laufe der Jahre. Was machen jetzt Antidepressiva? Das ist eine Studie, die jetzt ganz neu ist, hier aus dem September diesen Jahres rausgekommen, aus dem New England Journal of Medicine. Das ist die beste medizinische Zeitschrift, die es gibt. In diesem Fachjournal werden nur Studien veröffentlicht, die erstens hochrelevant sind und zweitens methodisch absolut super gut sind. Und so eine Studie ist es hier. Was haben die gemacht? Die haben sich bei gut 300 Patienten mit einer, die früher mal eine depressive Episode gehabt haben, haben gesagt, ich will mein Medikament absetzen. Und dann hat man die 2 Gruppen zugeteilt. Und zwar Placebo kontrolliert. Die eine Gruppe hat das Antidepressivum weiterbekommen, das heißt hier die Maintenance-Gruppe. Und die andere Gruppe hat das Antidepressivum abgesetzt. Aber keine der beiden Gruppen, die Menschen, die wussten das nicht, weil beide gleich aussehende Pillen weiter eingenommen haben. Und zwar über 52 Wochen hinweg. Und hier auf der Y-Achse sieht man, also hier wäre 100% und hier unten wäre 0%. Hier sieht man, wie viel Prozent der Patienten jeweils einen Rückfall bekommen haben über die Zeit hinweg. Hier unten sind die Wochen und hier ist die Studie losgegangen. Also bei 0 hat man da angefangen. Die einen, die blauen, die haben ihr Medikament weitergenommen, aber in einer veränderten Pille. Und die andere Gruppe, die andere Hälfte, hat auch eine Pille genommen, aber das war ein Placebo, da war kein Wirkstoff drin. Und was man da sieht, ist, dass bei beiden Rückfälle auftreten, aber bei denen, die das Medikament einnehmen, ungefähr 60% Rückfall, Entschuldigung, also 40% einen Rückfall haben und hier waren es ungefähr, ja, so gut 60% ungefähr einen Rückfall hatten. Ja, also das hier sind die gesund geblieben sind.
Von den Blauen sind mehr gesund geblieben als von den Roten. Das zeigt sich auch in vielen, vielen anderen Studien. Das ist jetzt eine Studie, die ging länger als ein Jahr. Das waren fast 2 Jahre. Da sieht man genau das Gleiche. Die hier, diese durchgezogenen Linien, die haben das Medikament weitergekriegt. Und die anderen, die haben, zweite Gruppe hat ein Placebo gekriegt. Da sind die Werte ein bisschen besser als in dieser Studie. Also lange Rede, kurzer Sinn. Medikamente schützen vor einem Rückfall. Nicht absolut, weil hier haben ja auch einige einen Rückfall gekriegt, aber doch besser als Placebo. Genau, was ich gerade gesagt habe. Ja, also, was spricht für die Langzeiteinnahme? Schutz vor erneutem Rückfall und Schutz vor suizidalen Ideen, Suizidversuchen und Suizid. Aber jedes Medikament hat natürlich Nebenwirkungen und man soll Medikamente nur immer wirklich einnehmen, wenn sie auch wirklich notwendig sind, weil wenn sie nicht notwendig sind, dann schaden sie mehr, als sie nützen. Das spricht also gegen die Langzeiteinnahme von Antidepressiva. Da berichten einige Patienten eben diverse Nebenwirkungen, sexuelle Funktionsstörungen. Manche der Medikamente führen zu Gewichtserhöhung. Manche Patienten berichten über reduzierte positive Gefühle, also die Medikamente, die dämpfen so die Gefühle. Das ist hier auch nochmal dargestellt. Und was natürlich auch der Fall ist, dass man, auch wenn man sich gesund fühlt, jeden Tag eine Pille einnimmt oder vielleicht auch zwei und immer wieder daran erinnert wird, dass man ja eigentlich anscheinend doch nicht so ganz gesund ist. Ja, ist ja auch kein so ein angenehmes Gefühl. Also das wären jetzt so ein paar Beispiele dafür, wieso man Antidepressiva auch absetzen kann. Oder nach einer gewissen Zeit auch sollte, je nachdem, nach dem Verlauf. Ja, dann kommen wir zum dritten Punkt schon. Wie setzt man Antidepressiva ab? Da muss man erst einmal sich überlegen, wann es überhaupt gut ist, die abzusetzen. Also für wen kommt Absetzen in Frage. Es gibt verschiedene Behandlungsleitlinien aus verschiedenen Ländern zur Depression, wie Depression behandelt werden soll. Hier die aus Deutschland von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde. Dann gibt es auch eine aus Großbritannien hier, United Kingdom, eine aus Kanada und diverse andere. Und die sind sich so einigermaßen einig, dass die empfehlen, nach der ersten depressiven Episode sollte man das Antidepressivum zwischen 4 und 9 Monate einnehmen, je nachdem, wie schwer die war, wie stark die Suizidideen waren, wie lang die war, gegebenenfalls auch länger, aber mindestens mal vier Monate nach der ersten depressiven Episode im Leben. Patienten jetzt, die 2 oder mehr depressive Episoden mit bedeutsamen funktionellen Einschränkungen in der jüngsten Vergangenheit hatten, sollten das Antidepressivum mindestens 2 Jahre lang einnehmen und dann langsam ausschleichen. Man sagt, die Leitlinien empfehlen das Absetzen über 4 Wochen. Manchmal kann man es auch schneller machen, manchmal muss man auch es langsamer machen, aber 4 Wochen ist so der empfohlene Durchschnitt, wie man sowas absetzt. Also nicht von einem Tag auf den anderen, das soll man nicht machen, sondern langsam ausschleichen. Ja, wie macht man das? Als Arzt muss man den Patienten dann natürlich aufklären, bevor man sowas macht, nämlich bezüglich der Rückfälle, was ich ja schon gemacht habe mit Ihnen, und auch bezüglich Absetzsymptome, da kommen wir gleich jetzt noch drauf. Dann über 4 Wochen absetzen. Zu Beginn kann man die Dosis schneller reduzieren. Dann zum Schluss sollte man das langsamer machen. Man kann dann auch Tabletten teilen. Manche Antidepressiva gibt es auch als Tropfen. Die kann man dann umstellen auf Tropfen und dann tropfenweise das ausschleichen, das Medikament. Ja, dann kommen wir schon zum vierten Punkt, nämlich die Absetzsymptome.
Manche Patienten leiden unter Absetzsymptomen, die sind hier unten genannt. Welche sind das? Häufig wird angegeben, häufig nicht. Bei manchen Patienten kommen wir gleich noch, wie häufig das ist. Die verspüren Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerz, Schlafstörungen, Stimmungslabilität, Gereiztheit und einige wenige auch so, wie so elektrische Stromstöße in den Gliedern. Die treten meist innerhalb der ersten Woche nach dem Absetzen auf, deshalb sollen wir es ja langsam machen, ja. Die bilden sich dann auch bei fast allen spontan zurück innerhalb von 2 bis 6 Wochen, je nachdem, wie lang das Medikament noch im Blut verbleibt. Da gibt es unterschiedliche Halbwertszeiten. Die Symptomatik ist üblicherweise milde und gibt sich dann auch rasch wieder. Das Charakteristische ist, und so kann man es auch gut unterscheiden von einer erneuten depressiven Episode, dass diese Absetzsymptome sich vollständig zurückbilden, wenn das Medikament wieder genommen wird. Ja, und das sind so unspezifische körperliche Symptome, wie ich die hier genannten. Ja, jetzt ist die Frage, wie häufig sind denn diese Absetzsymptome? Dazu wurden Skalen entwickelt. Zum Beispiel diese englische Skala hier oder amerikanische, DESS. Da sind diese vielen, vielen Symptome genannt, 43 Symptome in dieser Skala. Dinge wie Agitation, Unruhe, Mood Swings, also Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen, Müdigkeit, verschwommen sehen, Fieber, Übelkeit und so weiter und so fort. Also eine ganze Vielzahl von Symptomen, die hier aufgelistet sind. Und in einer Studie, und in dieser Studie, die ich Ihnen vorhin gerade genannt habe, aus dem New England Journal of Medicine, diese sehr, sehr, sehr gut gemachte Studie in diesem Spitzenjournal, wo die Medikamente abgesetzt wurden, die haben untersucht anhand dieser Skala, wie viel der Patienten, die Medikamente absetzen, diese Symptome haben. Und das ist jetzt hier aufgelistet in dieser Tabelle. Da ist in dieser Säule, also das ist diese Skala, DESS, die Skala. Und hier sind die Werte angegeben, 1,3, 1,4, 0,8, nach 12 Wochen, nach 26, 39 und 52 Wochen, nach dem Absetzen von dem Medikament. In dieser Spalte bei den Patienten, die das Medikament weitergenommen haben, und in dieser Spalte sind die Anzahl der Symptome genannt, wo die Patienten das abgesetzt haben. Und zwar Symptome, die entweder neu aufgetreten sind hier oder ein altes Symptom, was da war, was aber schlechter wurde. Was sieht man hier? Nach 12 Wochen ist es so, dass bei den Patienten, die das Medikament eingenommen haben, 1,3 dieser Symptome aufgetreten sind und bei denen, die das Medikament abgesetzt haben, 3,1 dieser Symptome aufgetreten sind. Also ein Unterschied von ungefähr 2 mehr Symptome aus dieser Skala traten auf bei denjenigen, die die Medikamente abgesetzt haben. Nach 26 Wochen war der Unterschied noch 0,5, da war es also ein halbes Symptom von diesen 43. Nach 39 Wochen 0,9, also ein ganzes. Und nach 52 Wochen ein Drittel Symptom. Das sind also statistische Mittelwerte. Ja, ein Drittel Symptom gibt es natürlich nicht. Aber bei vielen war es 0 und bei manchen war es halt 1. Und dann bei diesen 230 Patienten kommt halt ein Mittelwert von 0,3 raus. Ja, also so bei so vielen war das offensichtlich gar nicht. Aber bei manchen Patienten sind die Symptome sehr schlimm. Und zwar so schlimm, dass die das Antidepressivum gar nicht absetzen können. Bei den meisten ist es sehr milde, wie gesagt, hier 2. Aber bei manchen ist es sehr stark, sodass es eben sehr, sehr schwierig ist für die Patienten, die Medikamente abzusetzen.
Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn die Ursache von diesen Absetzsymptomen? Beziehungsweise erstmal muss man sagen, was machen dann die, bei denen die so stark sind, diese Symptome? Bei den Patienten, die Menschen sollen es so machen, dass die letzten Tröpfchen, die letzten Bröselchen der Medikamente sehr, sehr, sehr langsam über Wochen, zum Teil Monate ausschleichen. Ja, das ist aber nur eine sehr kleine Untergruppe von Menschen, wie wir an dieser Studie da gerade gesehen haben. Ja, die letzte Frage, die uns beschäftigt, sind die Ursachen der Absetzsymptome. Es sind keine Entzugssymptome wie bei Substanzabhängigkeit, weil Antidepressiva machen nicht abhängig. Es gibt zwar Absetzsymptome, aber die anderen Kriterien der Abhängigkeit wie Toleranzentwicklung, Vernachlässigung anderer Lebensbereiche, Einengung auf den Substanzkonsum, Dosissteigerung und so weiter, das tritt alles nicht auf bei Antidepressiva. Also abhängig machen sie nicht. Kann natürlich sein, dass die Erkrankung wiederkehrt. Ja, da muss man natürlich gut aufpassen. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn Sie das machen, dass wenn Sie Medikamente absetzen, dass Sie das unter ärztlicher Aufsicht machen, damit man dann unterscheiden kann, was ist jetzt Absetzsymptomatik, also Weglassen vom Medikament, und was ist Wiederkehren der Erkrankung. Ja, da muss man natürlich was machen. Sollte man dann nicht weiter absetzen. Dann gibt es Supersensitivitätseffekte, das will ich jetzt nicht drauf eingehen, das ist ein bisschen kompliziert. Und dann natürlich auch Erwartungseffekte des Patienten, dass der Patient erwartet, dass er Absetzsymptome hat, weil er ja sein Medikament weglässt. Und ja, da fällt dann auch was weg. Ja. Das ist in dieser Studie sehr schön gezeigt, diese Erwartungseffekte. Da möchte ich kurz drauf eingehen. In dieser Studie wurde untersucht, nicht Depression, sondern Blutdruck, den man ja einfach messen kann mit einer Blutdruckmanschette. Und zwar hat man da untersucht, was denn passiert, wenn Patienten, die einen zu hohen Blutdruck haben und dieser zu hohe Blutdruck mit einem Blutdruckmedikament gesenkt wird, was passiert, wenn die das Medikament von einer Firma gewechselt wird aufs gleiche Medikament einer anderen Firma. Und zwar wurde genommen Metoprolol, sehr häufig eingesetzter Beta-Blocker bei Bluthochdruck. Und den stellen verschiedene Firmen her. Hier also eine Firma, die sieht so aus, das Schächtelchen und die Pillen, die schauen ein bisschen anders aus. Und Recordati ist da die Firma und das andere ist die Firma Ratio Farm. Da sieht die Schachtel so aus und die Tabletten schauen ein bisschen anders aus. Und was man dann gemacht hat, ist, man hat jeweils große Gruppen von Leuten genommen, die immer schon Beloxoc eingenommen haben wegen dem Blutdruck und die andere Gruppe, die immer schon dieses Metoprolol Ratio Farm eingenommen haben. Ja? In den Pillen ist genau das Gleiche drin, genau die gleiche Dosis. Und dann hat man es so gemacht, dass man die das genommen haben, das andere gegeben hat und die das Beloxoc genommen haben, haben dann das Ratio Farm gekriegt und dann jeweils noch eine Gruppe, die ihr altes Medikament weitergenommen hat. Und dann hat man geschaut, was passiert denn mit dem Blutdruck. Und das ist das, was man da sieht. Dieser Balken ist Millimeter Quecksilbersäule bei den Patienten, die ihr altes Präparat weitergenommen haben. Das war bei minus 8 mm Hg, also um 8 Punkte ist der Blutdruck gesenkt worden durchs Medikament, während diejenigen, die es gewechselt haben auf das andere Präparat, da ist der Blutdruck nur auf 2 mm oder 3 mm Hg gesenkt worden. Also der Unterschied sind 5 mm Quecksilbersäule, was es ausmacht, von dem einen Präparat aufs andere zu wechseln, obwohl der Wirkstoff genau der gleiche ist. Das sind Erwartungseffekte. Den Menschen wurde ihr bekanntes Medikament, von dem sie wussten, dass es den Blutdruck senkt,
weggenommen, ihnen wurde was anderes gegeben. Und das hat die sozusagen so weit beeinflusst, dass die Medikamente den Blutdruck eben nicht mehr gesenkt haben. Das sind sogenannte Erwartungseffekte. Ja, damit komme ich auch schon zum Ende meines kurzen Vortrages. Ich wollte ihn auch nicht zu lang machen, weil damit wir noch Zeit haben, um Fragen zu beantworten. Depression ist eine sehr schlimme Krankheit für diejenigen, die es haben, aber auch für die Angehörigen. Kann tödlich sein. 10-15% der Menschen mit rezidivierenden Depressionen sterben durch Suizid. Nichtsdestotrotz sollen Medikamente nicht auf Dauer eingenommen werden, wenn sie nicht eingenommen werden sollen. Und deshalb sagt man nach der ersten depressiven Episode, er kann nach 4 Monaten das Medikament ausgeschlichen werden. Nach der wiederholten depressiven Episode nach 2 Jahren. Bezugssymptome sind möglich, die sind aber nicht gefährlich und die sind bei den allermeisten Menschen vorübergehend. Man soll das Medikament über 4 Wochen ausschleichen, gegebenenfalls länger, wenn diese Entzugssymptome stärker sind. Und das Ganze sollte unter ärztlicher Beobachtung stattfinden. Muss man nicht jeden Tag zum Arzt gehen, aber alle 2 Wochen vielleicht, 1-2 Wochen, um zu sehen, oder alle 4 Wochen oder alle 8 Wochen, das müssen Sie dann mit Ihrem Arzt oder der Ärztin besprechen, um zu sehen, eben ob es zu einem Rückfall kommt oder ob die Symptome, die da sind, ungefährliche, harmlose Absetzsymptome sind. Ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, wenn Sie jemand sind, der diesen Kriterien entspricht, also 4 Monate nach erster und 2 Jahre nach wiederholter depressiver Episode, wenn Sie oder Menschen kennen oder selber ein Arzt oder Psychotherapeut sind, Psychotherapeutin, die so Patienten hat und die das absetzen wollen, können die sehr gern bei uns eben in Marburg, aber auch in Hamburg an einer Studie dazu mitmachen. Sie haben die Chance, ihr Antidepressivum unter ärztlicher und psychologischer Begleitung abzusetzen. Wir machen 13 Wochen lang engmaschige Visiten und weitere in größeren Abständen bis zu einem Jahr. Und wer mitmacht, weil sie da öfters natürlich in die Klinik kommen müssen, um zu sehen, wie es ihnen geht, bekommt jeder 240 Euro Aufwandsentschädigung. Sie können hier auf die Homepage gehen, www.fairstudie.de oder bei uns in der Ambulanz anrufen, in der Uniklinik für Psychiatrie, in unserer Ambulanz oder in Hamburg, wenn Sie in Hamburg sind, bei Frau Dr. Fardey oder bei Frau Dr. Warren unter dieser Telefonnummer hier oder am besten einfach auf die Homepage hier gehen. Da ist dann die Telefonnummer und auch jeweils die E-Mails, wo Sie sich auch gern melden können. Ja, und damit bin ich am Ende meines kurzen Vortrages zum Absetzen von Antidepressiva. Und ich freue mich auf Ihre Fragen hierzu. Vielen Dank fürs Zuhören.